Auf diesem Sektor hat sich einiges entwickelt. Wir haben uns auch da wieder darauf besonnen. Wir hatten ja schon ein touristisches Leitbild. Das haben wir überarbeitet. In den Hauptansatzbereichen sind wir ganz klar wieder erstens auf den sogenannten Business-Tourismus gekommen, haben diesen Geschäftstourismus aber um ein Modell erweitert, dass wir nämlich unsere Kompetenz im Bereich der Stadt- und Standortentwicklung hier in den Fokus stellen. Und wir haben, dabei ist uns eines gelungen, in diesem Jahr laufend Delegationen aus verschiedensten Städten und Gemeinden und Organisationen da, die bei uns hier anfragen und sich hier erstens Tipps holen, beraten lassen und diese Pakete auch in Anspruch nehmen und dafür auch bezahlen. Wir waren erst jüngst wieder, war eine Delegation, und zwar diese Woche, aus Wiener Neustadt und der Eco Plus zum Beispiel da. Aber es kommen auch Delegationen aus Oberösterreich, die sich wirklich hier von diesem Modell, wie wir an diese Stadt herangehen, Tipps holen lassen. Und das ist ein wesentlicher touristischer Faktor. Diese Leute nächtigen hier, diese Leute konsumieren hier. Das ist der Tourismus letztendlich. Es geht darum, dass wir hier Wertschöpfung generieren. Und der zweite wesentliche Faktor, auf den wir setzen und auch ausgebaut haben, das ist einfach das Thema Hochzeiten. Da ist natürlich jetzt mit dem neuen Steg endlich auch wieder dieses ganze Areal so wunderbar verbunden, nämlich dieses Thema Hochzeiten, das gehen wir ganz bewusst mit dem Hotel Schloss an der Eisenstraße an. Der dortige Direktor Scheib Lauer setzt ja auch ganz auf diesen Bereich. Und es geht einfach darum, dass wir dieses ganze Ressort mit all den Möglichkeiten, die man von der Kirche, von einem Standesamt im Schloss Rothschild bis hin zur Nächtigung im Hotel hier anbieten. Und da wird es im nächsten Jahr zum Beispiel auch eine Hochzeitsmesse in Waidhofen geben.